Die charismatische Stimme von nebenan. Wir wollen bei den Online-Geistern eine kleine, feine, neue Rubrik einführen mit genau diesem Titel und unserer Sprecherin Lydia. Das hier soll einfach als kurzer Teaser, Schrägstrich Einführung dazu dienen und ich möchte euch mit meiner Stimme auch gar nicht so lange weiter beschäftigen, sondern direkt überleiten zu Lydia und ihren Erfahrungen und Meinungen. Online-Geister. Mir ist heute was ganz Interessantes aufgefallen. Ich habe mich heute mit einem Kumpel getroffen und wir haben die Technik für unser neues Musical gemacht, also die Tontechnik. Wir haben die neuen Tools und die neuen Mikros ausprobiert. Und ja, wenn man das halt ausprobiert, spricht man natürlich auch in das Mikro rein und macht mal eine Aufnahme und schaut, was man damit machen kann. Und ich habe in dem Moment nicht drauf geachtet, wie ich spreche. So gar nicht. Grund war, wahrscheinlich hatte eben schon eine lange Autofahrt hinter mir und war noch ein bisschen aufgeregt, weil sehr schlechtes Wetter war, als ich gefahren bin. Und das musste ich ihm erstmal so erzählen und mich so ein bisschen auch darüber aufregen. Und habe, wie gesagt, dadurch dann nicht drauf geachtet, wie ich spreche. Und als wir es uns dann angehört haben, dachte ich so, ach herrje. Also ich höre mich selber schon nicht so gerne reden auf Aufnahme. Man gewöhnt sich zwar irgendwann dran, aber das war eine Art, in der ich gesprochen habe, die ich noch viel weniger mir anhören wollte. Und dann habe ich überlegt, warum, also was ich denn so anders gemacht habe und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich an zwei Parametern gelegen haben muss. Erstens hatte ich einen sehr großen Druck auf Glottisebene und zweitens sehr wenig Resonanz, also der Stimmsitz war sehr weit hinten. Also ich würde euch das gerne mal vormachen, wenn ich jetzt wieder reinkomme. Ich habe dann irgendwie sowas erzählt wie, ja, das war halt einfach nicht so eine tolle Autofahrt auf einen Samstag und dann bin ich halt hier abgefahren. Hab gemerkt, ich muss halt über alle möglichen Landstraßen, um dann zu dir, also zu meinem Kumpel zu kommen. Und das war einfach ein bisschen anstrengend so. Jetzt bin ich eigentlich nur froh, dass ich angekommen bin, dass wir das jetzt ausprobieren können. Und ja, so in der Drehe werde ich gesprochen haben. Ich versuche jetzt mal, den Stimmsitz wieder ein bisschen vorzuholen. Ich weiß, dass ich langsamer spreche, wenn ich den Stimmsitz vorne habe, weil ich mich auch noch darauf konzentriere. Zusätzlich aber, es macht es halt langsamer, mein Sprechen. Ich kann mich selber mit dieser Art zu sprechen auch beruhigen und durch diese Ruhe meinen roten Faden beizubehalten. Das ist, glaube ich, das, was ich so interessant heute fand. Dass die Stimme so sehr unterschiedlich wirken kann. Also je nachdem, ob man die Kraft auf Glottisebene rausnimmt und mehr Resonanz dafür ins Spiel bringt oder halt andersrum. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Du brauchst noch Kennziffern für die Broschüre? In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken? Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten? Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten? Tippe jetzt ein www.socialmediastatistik.de. Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. socialmediastatistik.de. Dein Statistikpool.